Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute alle Produkte von Alicia Marie und BH Cosmetics hier und wir testen heute alle Wimpern. Ihr wisst mittlerweile, dass ich es fast schon als eine selbst auferlegte Pflicht sehe, die Produkte von meinen Kollegen euch auch vorzustellen. Einmal als Wertschätzung meinen Kollegen gegenüber, einmal aber auch, falls euch es einfach interessiert. Und ihr kennt sie bestimmt, Alicia Marie hat vor einem knappen Jahr, ein bisschen weniger, mit BH Cosmetics die 1991 Palette rausgebracht. Einer meiner absoluten Favoriten von BH und generell als Lidschattenpaletten, weil es das so in der Form, fand ich, noch nie in der Drogerie gab. Jetzt kam ein zweiter Launch und soweit ich weiß, ist das auch nur die Hälfte. Und sie hat 4 verschiedene Lash Styles rausgebracht. Und ich werde 4 verschiedene Looks mit der Palette schminken. Sehr einfache Looks, damit ihr auch viel von den Wimpern noch seht, aber damit das Ganze einfach nochmal zusammenpasst. Ich werde natürlich oft gefragt, Maxim, warum benutzt du die Palette nicht öfter? Du sagst, du magst sie mehr. Ich trage im Alltag eigentlich keinen Lidschatten und ich kann euch ja hier nicht jeden Tag denselben Look zeigen. Deswegen schminke ich nochmal 4 sehr, sehr schlichte Looks mit der Palette und wir tragen alle 4 Lashes auf. Es wird ein bisschen was anderes. Ich habe meine Base auch schon gemacht, weil es soll heute wirklich um die Produkte von Alicia gehen. Und ja, Freunde, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Es geht euch gut. Und falls ihr hier neu seid oder es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr einmal, ich glaube, da unten kostenlos tun. Ihr unterstützt mich damit sehr und seid dann Teil der Giacomo Army. Ich bin 3-mal die Woche hier. Montags, Mittwoch und Freitags, 19 Uhr. Merkt euch das, denn YouTube hat sich gedacht, wir sagen es nur noch den Leuten, dass Maxi ein Video hochgeladen haben, auf die wir Lust haben. Ich bin da, mir geht es gut, ich bin satt. Falls ihr Interesse an den Produkten habt, ich setze euch die Produkte unten in die Infobox. Stand heute ist, sie gibt es noch. Aber ich weiß nicht, wie es am Montag aussieht. Ich drehe das Video am Freitag für euch. Ich habe einen Code mit BH Cosmetics, mit dem könnt ihr 10% sparen. Gilt, ich habe es probiert, auch auf die Lashes. Ein paar Lashes kostet 10 Euro und die Palette ist, glaube ich, sogar auch reduziert. Ich weiß nicht, ob der Code darauf gilt, aber generell mein Code gilt auf sonst eigentlich alle BH Cosmetics Produkte. Ich kriege eine kleine Provision, für euch ist es aber nicht teurer, sondern ihr spart nämlich noch 10%. Und damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Ich sag's euch, weil ich da gerne transparent sein möchte. Aber Freunde, ich würde vorschlagen, wir fangen an. Die Palette sieht echt schon gut durchgerockt aus, weil ich die oft benutzt habe. Ich habe euch jetzt auch ein kleines Stückchen näher rangeholt. Ich fange als erstes an mit der Farbe Afterlife. Das ist hier so ein hellerer Ton und den gebe ich mir nur so ganz leicht aufs Lid, einfach um die Base so ein bisschen zu setten. Ich finde es immer ganz gut, wenn so eine Palette einfach eine Basefarbe drin hat, weil manche tragen ihren Concealer gerne aufs Lid auf oder ihre Base und setten die dann. Und das finde ich mit so einer Farbe ganz gut. Oder ihr könnt damit eine andere Farbe auch heller machen. Also auch das ist ein Trick, den ich euch gerne mitgebe. Ich fange als erstes mit der Farbe, wir machen einen Soft Look als erstes. Ich nehme so einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Echoes. Das ist so ein schöner Transition Shade Ton. Die Farben sind sehr pigmentiert. Und gebe mir den in meine Lidfalte. Ich mache jetzt keine große Review zu der Palette. Ihr kennt die Palette ja mittlerweile. Nicht nur ich habe ein Video dazu gemacht, sondern auch gefühlt jeder meiner Kollegen hat diese Palette getestet. Und ich glaube, es war auch keine schlechte Review dabei, weil sie halt einfach wirklich gut ist. Danke. Ciao. Freunde, mein neues Produkt ist gekommen. Endlich. Seht es mir bitte nach, dass ich bei den Looks jetzt auf meinen unteren Wimpernkranz verzichte. Denn ich weiß nicht, wie andere das machen, aber sobald ich meinen unteren Wimpernkranz mitgeschminkt habe und das Make-up abmachen möchte, muss ich die ganze Base neu machen. Und ich finde die Base heute eigentlich wirklich ganz schön. So ein bisschen was Natürlicheres, oder? Die Wimpern kommen alle in der Verpackung passend zu der Palette. Also das Muster oder das Design hat Ellie, glaube ich, auch selber gezeichnet. Und wir haben 4 verschiedene Lash Styles. Für den ersten Look nehme ich die softesten Lashes, meiner Meinung nach. Und das ist der Style Pinky Promise. Die Lashes sind selbstverständlich cruelty-free und sie sollen sogar bis zu 15 Mal wiederzuverwenden sein. Also das ist preislich eine gute Sache. Also 10 Euro kostet es, 15 Mal könnt ihr das benutzen, könnt ihr euch ausrechnen, was einmal Lashes tragen kostet. Was ich recht günstig finde für Lashes. Ich bin gespannt, wie sie sind. Sie kommen einmal in dieser klassischen, oh, so könnt ihr es ganz gut sehen, die Lashes. Wir kommen einmal in dieser klassischen Verpackung. Hier ist nochmal so ein Schutz mit drauf. Ein Kleber ist nicht dabei. Finde ich ehrlich gesagt aber auch gar nicht schlimm, weil ich benutze die Kleber, die in den Lashes sind,
Meistens eh nicht. Die Lashes kommen mit einem durchgängigen Wimpernbändchen und ich tusche mir jetzt meine Wimpern auch extra nicht. Kann natürlich dann ein bisschen schwierig aussehen. Ich möchte aber, dass ihr sehen könnt, wie die Lashes auf dem Auge aussehen. Ich finde, Mascara beeinflusst so ein bisschen das Ergebnis immer. Ich glaube, so könnt ihr den Unterschied ganz gut sehen. Der Kleber trocknet gerade noch und es sieht jetzt ein bisschen schwierig aus ohne Mascara. Aber damit ihr wirklich das Ergebnis einmal sehen könnt, einmal der Style Pinky Promise. Eine sehr natürliche Wimper. Ich mag das Wimpernbändchen, also es hat perfekt auf mein Auge gepasst. Ihr könnt das natürlich auch anpassen, indem ihr einfach das hintere Ende, also das äußere Ende abschneidet. Das ist nicht ganz so schlimm wie das innere. Gefällt mir sehr gut, ging extrem einfach raufzusetzen. Wir schauen mal die andere Seite an. Ich habe die zweite Seite jetzt auch mit einmal raufgeklebt. Entschuldigt bitte, wenn das nicht ganz ordentlich ist. Ich habe jetzt keine Mascara drauf und keinen Eyeliner drauf gemacht. Damit kann man ja immer so ein bisschen was kaschieren. Vom Style her sehr natürlich, sehr soft. Sehr gut für den Alltag, finde ich. Und mir gefällt das Wimpernbändchen wirklich sehr, 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 sehr gut. Den Style könnte ich mir sehr gut für den Alltag vorstellen, weil sie so ein bisschen fluffiger sind. In der Mitte finde ich sie ganz leicht länger. Und ich mag das, weil das Zentrum des Auges einfach nochmal so ein bisschen betont. Aber wirklich ein sehr, sehr schönes, ja, schöner Alltagslash. Wir machen weiter mit demselben Look und machen den jetzt so ein bisschen abendtauglicher. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Bad Liar. Und setze mir das komplett auf mein bewegliches Lid und damit sieht das Ganze natürlich dann auch jetzt gleich so ein bisschen intensiver aus. Die Farben sind extrem pigmentiert, also ihr seht schon, ich habe fast schon viel zu viel genommen und dann gehe ich mit der Farbe Legend einfach nochmal so ein bisschen rüber. Ich blende hier außen nochmal Karma mit rein, einfach um das hier wieder so ein Stückchen heller zu kriegen. Und so ist das Ganze wesentlich mehr für den Abend gemacht. Auch ein sehr schlichter Look. Jetzt noch hier unten am unteren Wimpernkranz und einen schönen Eyeliner vielleicht. Und dann benutzen wir als nächstes den Style After Midnight. Der ist auch etwas natürlicher, aber ihr könnt sehen, in der Mitte ist wesentlich intensiver und komprimierter die Lashes zusammengesetzt. Das heißt, im Zentrum eures Auges ist das Ganze betont. Könnte ein schöner Look sein für auch ein Halo Eye, wenn es in der Mitte eures Lides ein bisschen heller ist. Und ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Das ist einmal der Style After Midnight. Wesentlich intensiver. Ich mag, dass das Zentrum sehr betont ist. Das gibt dem Look einfach nochmal so ein sehr intensives Ergebnis. Jetzt noch hier mit dem schwarzen Eyeliner vielleicht das Wimpernbändchen direkt verlängern bis zum Inner Corner. Einen schönen dicken Eyeliner. Ein sehr dramatischer Look. Das ist eine schöne Lash für einen Abendlook. Also so könnte man jetzt tatsächlich auch rausgehen. Wie gesagt, ich bin immer noch begeistert von diesem Wimpernbändchen, weil es von der Biegung her schon sehr, sehr einfach gemacht ist. Und das sieht schön aus. So, ich habe das Ganze jetzt mal so mehr oder weniger abgemacht, ohne die komplette Base zu zerstören. Wir machen weiter mit der Farbe Soft Spot. Und die gebe ich mir in meine Lidfalte. Falls ihr euch fragt, Maxim, warum reviewst du einfach vier Paar Wimpern. Erstmal habe ich somit einfach nochmal die Chance, euch die Palette zu zeigen und mehrere Farben zu benutzen. Ihr mögt ja gerne diese eine Palette, drei Looks. Und das ist ja sonst recht schwierig für mich. Und so kann ich euch auch wirklich vier verschiedene Looks mit der Palette zeigen. Und außerdem finde ich, ist es einfach, ja, weiß ich nicht. Ich unterstütze halt gerne meine Kollegen, die viel Arbeit und Energie in so ein Projekt stecken und wenn es für mich ist, ist es ein Video und überlegt sich ja dann doch jemand, ach Mensch, ja komm, das sah so gut bei Maxim aus, dann kaufe ich das und damit unterstütze ich natürlich auch meine Kollegen. Und gebe mir jetzt auf mein bewegliches Lid die Farbe Illusion. Das ist so ein Duochrome, Lila, Blau, Rosa. Außen gehe ich in die Farbe Alchemist, ganz leicht nur. Und blende mir das hier so ein bisschen mit rein. Und ihr habt einfach nochmal einen anderen Look. Und das ist das Schöne an der Palette. Ihr könnt einfach extrem viele Looks damit machen, ohne dass es jedes Mal gleich aussieht. Weil die Farben sind halt nicht so üblich. Und man überlegt so ein bisschen, okay, was möchte ich jetzt machen? Man kann natürlich auch noch eine andere Palette dazu nehmen. Und diese Duochromes, das ist ja das Ding bei dieser Palette. Und ich finde es total schön, weil es ist halt auch einfach so, finde ich, noch nie von einer Influencerin und an einem Influencer gegeben hat. Als nächstes benutze ich den Style 1210. Ich glaube, sie hat am 12. Oktober Geburtstag.
Oder kam da die Palette raus? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat Geburtstag am 12. Oktober. Auch die Lashes sind etwas, ja, die sind ein bisschen wilder. Und zwar könnt ihr sehen, die sind so leicht separiert und sehen sehr, sehr fluffy aus. Ist so ein bisschen orientalisch, finde ich. Die mit einem sehr, sehr dunklen Look, mit viel Schwarz, mit viel Eyeliner. Girl, go. Ich hatte das Paket schon vor ein paar Tagen bekommen, aber ich wusste, dass Alicia noch nichts dazu gesagt hat. Deswegen kommt meine Review auch ein bisschen später. Ich finde, die erste Review oder eigentlich auch das erste Zeigen der Produkte sollte von der Person ausgehen, die die Produkte auch entwickelt hat. Deswegen habe ich da auch ein bisschen gewartet, weil es diesmal halt wirklich ein bisschen anders war, dass die Produkte einfach wesentlich früher bei mir waren, als sie es gesagt hat. Und ja, deswegen habe ich ein bisschen gewartet. Das ist eine wirklich sehr intensive Lash. Ich weiß nicht, aber sie erinnern mich tatsächlich so ein bisschen an Ellie. Ich kann euch nicht sagen, warum. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich bin ein Vogel. Ich habe sie wieder abgezogen, weil meine Finger überall Lashglue haben. Ich glaube, ihr seht, dass da ein riesengroßer Unterschied ist. Und das ist einmal der Style 1210. Wesentlich intensiver. Ich glaube, die sind für den Alltag etwas zu doll, aber für so ein Abend-Make-up wirklich schön. Auch hier Eyeliner drüber, damit ihr so ein bisschen das hier kaschieren könnt. Ich mache das jetzt nicht, wie gesagt, einfach damit das Ganze so passend für alles wie möglich ist. Aber es geht ja auch eigentlich nicht darum, wie sitzt die Lash bei mir. Ich bin nicht der beste Lash-Aufkleber. Freunde, das wissen wir alle. Ich finde aber, es kommt rüber, oder? Als nächstes gehe ich komplett in die Farbe Alchemist und gebe mir die auf mein gesamtes Lid. Und dunkel den ganzen Look noch etwas weiter ab und blende das Ganze dann nochmal so ein bisschen aus. Und dann schneide ich mir mit so ein bisschen Puder hier die Kontur einfach nochmal sauber. Ich habe ein bisschen Fallout jetzt, weil ich jetzt natürlich so ein bisschen alle drauf geklatscht habe, was geht an Farben. Aber ihr seht, ein sehr, sehr intensiver, dunklerer Look. Ich gebe mir die Farbe auch gleich noch an den unteren Wimpernkranz jetzt mal. Und trage mir zu guter Letzt den Style Flex auf. Und der ist am intensivsten. Wir haben hier innen weniger, außen extrem viel Lash. Hier könnt ihr die Lashes noch einmal sehen. Ihr seht es, glaube ich, sehr gut sogar. Vorne weniger, hinten sehr intensiv und auch sehr wispy. Also sehr weit nach oben verteilt. Und das generell bei allen. Ich glaube, es kommt in der Kamera nicht so rüber. Ihr seht, es stehen auch einzelne Haare so ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen weiter nach unten. Und das gibt der ganzen Wimper einfach extrem viel Volumen. Eben ist die Kamera leider ausgegangen, als ich die Wimpern aufgeklebt habe, weil die Speicherkarte 30 GB aufgenommen hat gerade. Das ist der letzte Style, und zwar Flex. Und das ist wirklich ein Flex, weil sie einfach extrem lang sind, extrem wispy und alles so ein bisschen nach außen betonen. Wenn ihr euren Lidschatten so ein bisschen nach außen dann verblendet, so ein bisschen Fox-Eye, Cat-Eye-mäßig, betont das Ganze das zusätzlich. Auch ein sehr, sehr schöner Style für, ja, sehr intensive Abendlooks. Und das waren einmal alle verschiedenen Lash-Styles. Abgesehen davon, dass sie einfach sehr, sehr gut zu applizieren waren, selbst für mich, der eigentlich die totale Niete im Wimpern aufkleben ist. Das Bändchen ist sehr flexibel. Wenn ihr das so ein bisschen anbiegt vorher und an eure Augenform perfekt anpasst, das habe ich jetzt nicht gemacht, dann sind die wirklich top. Qualität wunderbar, Preis 10 Euro für ein paar Wimpern, was ihr mehrmals benutzen könnt, wenn ihr sie auch richtig reinigt. Da könnt ihr einfach mit einem Q-Tip oder einem Wattestäbchen und ein bisschen Make-up-Entferner rangehen und den Kleber lösen. Sehr, sehr schön. Außerdem finde ich es eine tolle und mutige Sache, dass Ellie mit Wimpern rauskam, weil ich finde, es wird immer so von einem Influencer erwartet, eine Lidschattenpalette irgendwie rauszubringen, und das ist eine tolle Sache, und sie hat schon eine, und sie hat es in ihrem Video selber gesagt, das Ding ist für sie auch selber nicht mehr wirklich zu toppen. Und da hat sie auch recht. Es wäre schwer gewesen, das jetzt nochmal anders zu machen und irgendwie daraus eine Ergänzung zu machen. Deswegen finde ich die Wimpern passend zu der Palette und im ganzen Design sehr, sehr schön. Bin gespannt. Ich werde sie auf jeden Fall weitertragen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich setze euch die Produkte unten in die Infobox. Herzlichen Glückwunsch, Ellie. Herzlichen Glückwunsch, BH Cosmetics. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf.